Ja, servus Leute und herzlich willkommen jetzt zu einer neuen Folge Alice 19 Alpine Challenge auf der Erlengrad. So, wir starten hier direkt die Maschine. Der muss hier weiter einsehen in der Mission hier. Wir machen hier eine Einsatzmission von Gerster auf Feld 7. Aktuell, da sind wir jetzt aktuell bei 16%. Okay, das geht in Ordnung. Hey, warum Vertrag akzeptieren? Ich hatte doch dem. Ich hatte eigentlich den Mod rausgehauen. Warum kann ich jetzt. Den Vertrag akzeptieren? Ich weiß nicht. Ich gucke nach der Folge nochmal nach. Das ist ein bisschen doof. Ich hatte den Mod auf jeden Fall rausgehauen. Ich weiß das ganz sicher. Glaube ich. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Also folgendes. Wir haben hier gerade natürlich was zu tun. Mit dem Stroh aufsammeln. Auf Feld 22. Das müssen wir natürlich machen. Das ist klar. Das geht nicht anders. So, das ist aufgesammelt. Nice. Geht's hier jetzt weiter? Im nächsten aufsammeln. Vom Stroh. Und damit läuft das eigentlich relativ gut. Also wir haben hier eigentlich wirklich Stroh ohne Ende. Das ist nicht das große Problem, ne? Stroh haben wir genug. Wie man hier sieht, ne, wie weit sind wir mit Stroh? Wir sind bei Stroh mit hier 321.000 Litern dabei. Alter Schwede. Kredit ist bei 0 Euro, das ist klar. 90.000 Euro haben wir jetzt auf dem Konto aktuell. Wobei ich natürlich gucken will, dass ich noch ein bisschen mehr verdiene, um natürlich etwas investieren zu können. Das ist klar. Der Zug ist jetzt verfügbar, das interessiert mich sowas von überhaupt nicht. Das ist gerade relativ egal. Ja gut, wir sind wie gesagt hier am Stroh aufsammeln. Anschließend können wir wahrscheinlich düngen. Dann werden wir gucken, dass wir natürlich die neue Einsatz hier vorbereiten. Mal gucken, was wir machen werden. Raps haben wir auf der oberen Wiese angesät, das heißt, Raps würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Ich würde vielleicht in Richtung Sojabohnen gehen, damit wir da wieder was verdienen. Mal gucken. Weizen haben wir hier eigentlich erstmal genug, glaube ich. Haben wir genug Weizen? Wie sieht's aus mit Weizen? Weizen, hallo. Weizen. Weizen. 37.000 Liter sollte erstmal reichen. Was wir natürlich machen könnten, wären Hafer. Hafer für die Pferde oder für das Pferd, ne? Das müssten wir eigentlich auch noch machen. Damit wir da auf jeden Fall genügend als Vorrat haben. Gestern habe ich noch mit Solaris gesprochen. Ich habe immer erzählt. Also wir haben ein bisschen was geredet, ne? Ich glaube, er war ziemlich beeindruckt davon, dass ich hier die obere Wiese weggemacht habe und als Feld nutze. Ich glaube, damit hat er nicht gerechnet. Hoppala, hoppala. Ja, ist gut. Ich glaube, damit hat er wirklich nicht gerechnet. Weil die obere Wiese ist eigentlich relativ wichtig.
Da wir aber relativ viele Silage dadurch haben, wir haben verdammt viel Silage für die Kühe als Vorrat. Wir müssen auch mal nach den Kühen gucken wegen Milchfutter, ne? Dass wir nochmal Milchfutter nachfüllen. Wäre das natürlich relativ wichtig, Silage als Vorrat zu haben. Und das haben wir. Das nächste, was wir machen, ist die untere Wiese. Wenn da das Gras erntereif ist komplett, wenn wir die mähen, werden wir Heu draus machen. Dann haben wir auch Heu als Vorrat. Die untere Wiese werden wir wahrscheinlich als Reserve lassen. Aber die obere Wiese, wie gesagt, haben wir zum Acker umfunktioniert und ich denke mal, das ist dann auch keine schlechte Idee gewesen. Weil Wiese haben wir genug hier. Da brauchen wir jetzt nicht so viel Wiese. Und ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Mir gefällt der Hof aber an sich eigentlich so überhaupt nicht. Ich habe ein paar Ideen. Ich würde gerne was probieren. Das wäre jetzt natürlich ein bisschen Spielerei auch, aber ich würde das gern umarbeiten. Ich würde den Hof gern umarbeiten. Damit das natürlich alles ordentlich ist. Was liegt denn hier alles, Mensch? Ach komm, dann sammeln wir das mal eben auf. Da können wir das nicht aufsammeln. Können wir nicht aufsammeln. Da sind sie wahrscheinlich Zuckerrüben, gehe ich mal von aus. Sind wahrscheinlich Zuckerrüben, gehe ich von aus. Also wie gesagt, wir wollen hier einiges umarbeiten am Hof. Ich habe hier einiges geplant, klar. Wie wir es jetzt machen werden, müssen wir mal schauen. Also wir müssen auf jeden Fall ziemlich viel umarbeiten. Das ist klar. So, einmal zurück zu Feld 22, dann können wir das restliche Stroh aufsammeln. Ich denke mal, das wäre nicht verkehrt, wenn wir es machen. Ne? Denke mal, das wäre nicht verkehrt. So. Bisschen in der Innensicht auch mal fahren. Muss auch mal sein. Wobei, da so kann ich nicht wirklich fahren. So fahre ich noch schlimmer. Ach ja. Ach ja. Gut, Feld 7 müsste eigentlich bald fertig sein mit der Einsaat. Können wir die müssen auch abschließen. Da auch wieder 3000 Euro knapp für uns. Das sollte in Ordnung sein. Das sollte in Ordnung sein. So, hier geht es wie gesagt gerade um die Strohaufnahme. Anschließend können wir düngen. Mal gucken, ob wir noch kalken müssen. Das könnte auch noch sein. Dass wir hier auch noch kalken müssen. Aber gut, das werden wir gleich sehen. Das werden wir gleich sehen. Wir machen jetzt erstmal das Stroh weg. Eins nach dem anderen. Und dann geht's weiter.
Nach und nach geht's weiter, Leute. Ne? So. Stroh ist fast weg. Sehr gut. Wir haben natürlich Silageballen ohne Ende. Das ist auch fantastisch. Hier können wir fast wieder Gras mähen. Armfett 22. Das ist wieder nachgewachsen. Das ist in Ordnung. Könnten wir theoretisch, wie gesagt, wieder nachmähen. Und wenn wir da ein, zwei Silageballen draus kriegen oder sowas, wisst ihr, ist wieder Geld. Das ist wieder komplettes gutes Geld. Gut, das wäre das Stroh gewesen. Das fahren wir jetzt einmal zum Hof. Wir gucken jetzt mal eben schnell nach, wie es mit den Feldern aussieht. Wir haben ja hier die obere Wiese umgearbeitet. Die ist im Wachstum. Da haben wir aber Unkraut. Das ist schlecht. Also sollten wir da arbeiten. Wir sollten da arbeiten und da natürlich gucken, dass wir jetzt Unkraut wegkriegen. Das ist klar. Das werden wir auch machen. Wir werden uns wahrscheinlich einen Unkraut, eine Spritze kaufen, um mit Pflanzenschutzmittel. Gehe ich aktuell von aus. Da gehe ich aktuell von aus, dass wir das machen werden. Eine Spritze mit Pflanzenschutzmittel und dann rüber. Da gehe ich aktuell von aus, dass wir das machen werden. Da haben wir nämlich ein schönes Rapsfeld. Ne? Was wir auch machen könnten, wäre mit Mähweg wieder drüber. Das wäre die zweite Option. Das wäre die zweite Option mit Mähweg drüber. Aber okay. Alle Möglichkeiten gibt es viele, die wir machen könnten. Schauen wir mal. Möglichkeiten gibt es viele. So, das ist natürlich in Ordnung. Soweit, ne? Gucken wir jetzt mal nach den Kühen. Wir sind nach den Tieren. Pferd 100%, tägliches Reiten ist in Ordnung. Pferd gibt knapp 3000 Euro aktuell. Wir haben mittlerweile 15 Schweine, ist in Ordnung. Produktivität ist natürlich jetzt in Ordnung. Klar, Kartoffeln, Zucker empfehlen. Da können wir aber vielleicht auch noch dran arbeiten. Wenn wir dann hier sauber machen, dann bekommen wir, glaube ich, Zucker und mal Kartoffeln raus. Müssen wir gleich mal gucken. Schauen wir mal. Wir bringen jetzt erstmal den Ladewagen wieder weg. Packen wir den mal hier hin. Hier bei den Kühen müssen wir sowieso auch nochmal sauber machen. Das machen wir jetzt aber auch. Helfer 11 hat die Arbeit erfolgreich beendet. Dann werden wir den direkt hier sagen. Feld 7 abgeschlossen. Perfekt. Wir könnten jetzt machen. Spritzen auf Feld 4. Spritzen auf Feld 6. Grubbern Feld 8. Zuckerrüben, Mais, Gerste, Feld 5. Feld 5, die Gerste. Okay, können wir machen. Feld 5 Gerste, Vertrag akzeptieren. Kann der Kollege direkt weitermachen auf Feld 5. Wo ist Feld 5? Da, ne?
Wir müssten aber, glaube ich, erstmal Saatgut auffüllen, ne? Wäre, glaube ich, von Vorteil, weil Feld 5 ist größer. Dann fahren wir erstmal Käserer Ehrengrad, große Nachfrage. Was ist denn das jetzt schon wieder? Ist das wieder so eine Veralberung oder? Okay. 1200, ja, wir haben 1500, 1600, ja. Ich glaube, die großen Nachfragen sind hier wirklich nicht mehr das, was sie mal waren. Habe ich zumindest den Verdacht. So, dann füllen wir mal Saatgut auf. Damit wir Feld 5 einsehen können, weil mit dem werden wir wahrscheinlich nicht mal hinkommen. Gehe ich mal von aus. Tempomat ist an. Ich tue mal eben schnell was trinken. Ich beeile mich. So. Wir müssen jetzt natürlich gucken, dass wir erstmal Saatgut auffüllen. Sprich, wir werden zum Shop fahren. Und dort was machen. Bezüglich weitere Einnahmen habe ich mir auch Gedanken gemacht. Klar, wir müssen Missionen machen. Nebenbei. Die werden wir auch machen. Das ist mir klar. Missionen müssen wir machen. Wir werden aber auch zusätzlich gucken, dass wir weitere Einnahmen bekommen. Irgendwie. Und da habe ich auch schon eine Idee. Weil da habe ich eine Idee. Da habe ich eine gute Idee. So, Saatgut brauchen wir. Paletten, Big Bags, Saatgut. Kaufen wir mal zwei Big Bags, sollte erstmal reichen. Ich muss mich mal umgucken nach einer Spritze. Nach einer Spritze. Ne, wir brauchen eine Spritze. Striegel, Schwader, Pflanzenschutz. Haben wir Mod drin? Nein. Die würde 30.000 kosten. Eine Miete 630 pro Arbeitsstunde. Ja, da werde ich mich mal zur nächsten Folge umgucken, ob wir da noch was anderes kriegen können. Übrigens, Solaris, Info, ne? Den Hänger, den du genommen hast, der hat 30.000 Liter Kapazität, ne? Das ist, glaube ich, hier einer von denen gewesen, ne? Irgendeiner von denen war das, ne? Oder? Oder ich weiß jetzt nicht, welchen Solaris genau hatte. Ich meine, 30.000 Kapazität hat er. Oder hat er denn auch einen Mod mit bei? Ich habe ja aber einen Mod, der hat auch 30.000 Kapazität. Kipper. Und kostet nur 21.000. Ich glaube, du hast 30.000 bezahlt, ne? Irgendwie sowas. Also, zu empfehlen, der hier. Definitiv. Weil, preiswerter. Viel preiswerter. Kannst du dir mal überlegen. Ansonsten müssen wir jetzt natürlich zu Feld 5 fahren. Sollen wir nochmal Saatgut holen? Ja, komm. Wir holen nochmal Saatgut. Dann füllen wir nochmal auf. Was wir haben, haben wir. Was wir haben, haben wir, ne? Ja, ist natürlich ein bisschen Saatgut über, egal. So, ab zu Feld 5. Hoppala. Da machen wir dann jetzt natürlich die Einsaat, die Gerste für den Kollegen. Damit wir da klarkommen, ne?
Weil das bringt uns nochmal knapp 3000 Euro. Ein bisschen mehr, ich glaube 3700 Euro oder sowas soll das bringen, ist in Ordnung. Ich meine, wir haben hier eine schöne Arbeitsbreite mit der Sämaschine und von daher ist es eigentlich kein Problem. Ich habe kurz auf 30-fache Geschwindigkeit gestellt, sorry, ist aber gerade wieder geändert. Wollte die Karte zu machen, die Mini-Karte wollte ich zumachen. Genau. Also Pflanzenschutzmittel, überlege ich mir was, gucken wir mal nach, ob wir was finden. Das ist das. Habe ich Feld 5 jetzt angenommen oder nicht? Feld 5 habe ich angenommen, genau. Okay. Das ist gut. Dann können wir da die Einsaat machen auf Feld 5. Wir werden natürlich gucken, welches Feld ist denn das? Das ist das obere. Nach dem Vierhändler kommt Feld 6 und dann Feld 5. Okay, das kriegen wir hin. Da hinten ist Feld 1. Das ist das Feld von Solaris. Wie gesagt, meiner Meinung nach ein bisschen weiter ab vom Schuss. Ich weiß nicht, wieso da aus das vorhat. Er hat einen Plan anscheinend, aber wie der Plan aussieht, ich habe keine Ahnung. Hinten die Wiese ist Feld 1. Naja, schauen wir mal. Was müssen wir machen? Gerste, ne? Gerste ist ausgewählt. Perfekt. Wie starten wir? Wir starten hier, ne? Ich glaube, das wäre von Vorteil. Ja. Fahr vorbei. Danke. Machen wir das so, ne? Helfer go. Helfer go. Der Helfer kann es wirken. Der wirkt aber nicht so, wie ich das vorhatte. Aber okay. Mal gucken. Lassen wir uns mal überraschen. Ne? Lassen wir uns mal überraschen, wie er wirkt. Da hinten steht noch eine ganze Menge Driet. Warum steht hier noch eine ganze Menge Driet? Ich hoffe, wir kriegen die Mission trotzdem fertig. Sieht schlecht aus, ne? Ich hasse den Zug. Passt auf. Wir holen uns den Grubber. Wir werden das weggrubbern. Wenn das geht. Ich hoffe. Ansonsten haben wir ein Problem. Oder sollen wir das aber anders machen? Komm. Ist in Mission. Entweder es klappt oder es klappt nicht. Das ist dann ein Saatgutverbrauch, aber egal. Also, wir machen jetzt erstmal die Schweine sauber. Erster Punkt. Schweine sauber machen. Das ist natürlich auch relativ wichtig, dass wir die Schweine sauber halten. Die Sauberkeit ist auch ganz, ganz wichtig. Nicht nur die Sauberkeit, sondern auch die Produktivität und alles. Ganz, ganz wichtig. So. Komm.
Leute, Leute, Leute. So, das hätten wir. Dann gehen wir hin und werden hier bei den Hühnern eben sauber machen. Hühner müssen auch sauber gemacht werden, klar. Ist aber auch kein großes Problem. Eher ein mittleres bis kleines Problem, aber auch das kriegen wir hin. So. Das heißt, das Pferd sollte versorgt sein. Mit Heu, Hafer, Wasser und Stroh. Das ist perfekt. Die Schweine könnten nochmal Wasser brauchen. Kartoffeln, Zuckerrüben könnten sie nochmal brauchen. Klar. Aber okay, das kriegen wir hin. Auf Dauer. Also Wasser und Stroh könnten sie nochmal brauchen. Das ist in Ordnung. Das kriegen wir alles hin. Also Kühe, Hühner. In 2 Stunden 30 kommt das nächste Huhn. Das ist in Ordnung. Weizen, Gerst können wir nochmal nachfüllen. Die Kühe bräuchten Milchration. Sehe ich gerade. Das ist aber kein Problem, da wir hier Milchration stehen haben. Können wir Milchration einmal nachfüllen. Ja, können wir, komm. Reinkippen. Ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Große Nachfrage über Scheune. Oha. Jetzt kommen hier aber die Nachfragen ohne Ende rein, ne? Jetzt kommen hier die Nachfragen ohne Ende rein, ne? Scheune. Welche Nachfrage? Stroh, 104 Euro. Geht. Könnte besser sein. Also wir haben Folgendes vor. Ich habe zumindest Folgendes vor. Und zwar bei den Kühen sauber zu machen. Das als erstes. Das als erstes. So, das hätten wir. Das hätten wir erledigt. Dann können wir noch Folgendes machen. Und zwar die Folge beenden. Ich danke euch fürs Zuschauen. Sehen mich jetzt mal nach einer Spritze um. Und ich sage einmal danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Servus und tschüss.